Und damit herzlich willkommen in meiner Wohnung. Heute zeige ich euch mal ein bisschen, wie ich wohne, wie meine Wohnung aussieht, wo ich aufnehme und arbeite. Hier seht ihr zum Beispiel meine Pinnwand, wo ich mir so alles Mögliche aufschreiben kann. Hier ist mein Rechner für die Let's Plays und so weiter. Und genau, ich habe mir auch immer so ein bisschen die WASD-Tasten rot markiert, damit ich mich auch immer daran erinnere, wenn ich zum Beispiel irgendwelche Shooter spiele oder so, mit welchen Tasten ich dann hier interagieren muss. Außerdem haben wir hier auf meinem Schreibtisch alle möglichen sehr persönlichen Bilder. Und ich bin natürlich nicht wirklich in meiner Wohnung, sondern wir sind in einem Let's Discover. Herzlich willkommen in einer Wohnung, die einheitlich in Weiß und Grau getaucht wurde. Aber das hat seine Bewandtnis mit dem Spiel. Ich dachte, ich zeige mal wieder ein etwas ungewöhnliches Game. Und Atom, so heißt dieses Game, ist es tatsächlich. Es ist leider ein Browser-Game, kein Download-Game, obwohl es mit der Unity-Engine gemacht wurde, geworden ist. Läuft es nur in dem Browser, das heißt, ihr müsst den Unity-Web-Player installiert haben. Trotzdem, es lohnt sich, dieses Spiel zu spielen und ich zeige euch jetzt mal, wie das geht. Nämlich, wir starten die Aufnahme jetzt. Herzlich willkommen bei Atom. Heute zeige ich euch ein kleines Freeware-Browser-Game von einem, ich glaube, niederländischen Team. Und ihr seht, das ist ein kleiner Plattformer. Auch wenn hier einmal ist keinmal dran steht, was auch immer das in diesem Zusammenhang zu bedeuten hat. So, und ihr seht jetzt, ich kann mich halt weiter hier umgucken und so weiter. Wir spielen sozusagen einen Let's Play-Simulator. Ja, wir spielen ein Spiel im Spiel. Und so den Artstyle und so weiter, der gefällt mir eigentlich schon ganz gut, muss ich gestehen. So, und jetzt wisst ihr natürlich noch nicht, was es hier mit auf sich hat, aber es wird sich gleich erweisen. So dark, wir können nichts sehen und was können wir nur dagegen machen? Tja, und jetzt... Guckt euch das an. What's that smell? Sehr geil, oder? Und ja, wer... Oh, 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 Benzin! Die erste Barriere, die wir hinweggemacht haben. Ah, das finde ich schon sehr cool. Eine sehr, sehr geile Idee, dass man hier sozusagen die Realität, naja, die auch virtuell ist natürlich, aber die Realität mit dem Computerspiel interagieren lässt. Finde ich super gemacht. Als ich das erste Mal gespielt habe, vor ein paar Jahren, war ich tatsächlich beeindruckt, muss ich sagen. So, und jetzt gibt es halt mehrere Sachen. Und man sieht ja, hier gibt es so ein paar Dinge, die farbig sind und eben nicht in dieses Grau getaucht. Und das sind natürlich Sachen, mit denen man irgendwie interagieren kann. Und jetzt müssen wir hier bei der Kamera vorbei. Und was ist da besser, als so ein bisschen Nebel zu produzieren? Auch wenn unser Charakter dabei husten muss. What's that smell? Voila! Und schon sind wir wieder ein Stückchen weiter. Also eine sehr, sehr gute Idee, finde ich. Hervorragend gemacht. Auch, also umgesetzt. So dark, so dark. So dark, aber vielleicht gar nicht so schlecht, dass es so dark ist, oder? Beziehungsweise, hier oben sind tatsächlich nochmal Fässer. Und damit können wir auch das Ding wegmachen. Und dann können wir hier... Oh, ich sollte vielleicht nochmal das anmachen. Nicht, dass wir da in irgendeine Falle hineinlaufen. So, ich glaube, ich muss hier oben lang, um genauso wie gerade eben hier rüber und diese, keine Ahnung, dieses Panel runter zu drücken. So, so ungefähr sieht das auch aus, wenn ich Let's Playe, also bis auf die Kippe vielleicht, aber ich sitze auch immer mit so einem Feuerzeug vor dem Bildschirm und leuchte mir die dunklen Stellen aus. Sollte der Gronkh vielleicht bei Daylight auch mal machen. So, diese Dinge hier sind immer... Natürlich Save Points. Strange but familiar. Das Ganze wurde natürlich auf Englisch gemacht. Jetzt mal gucken. Hier komme ich nicht runter. Was ist denn, wenn ich jetzt hier lang gehe? Dann geht das hier auf, aber hier unten passiert gar nichts. Ich habe das natürlich mal angespielt
Hab's aber nicht durchgespielt, weil ich gleich gedacht habe, oh, das ist eigentlich eine Sache für ein letztes Cover. Ich habe noch so viele Games hier auf der Liste für die letztes Cover und für die Freeware-Seite. Übrigens, den Link dazu findet ihr natürlich auch wieder in der Beschreibung, beziehungsweise das ganze Spiel mit kurzer Beschreibung und Links auch auf sergeantrumpel.de/freeware. So wie immer. So, dieses Mal, das kannte ich natürlich auch schon, hier mit einer kleinen 9-Volt-Block-Batterie können wir hier diese Dinger hier aufladen. Und dann geht zum Beispiel hier die Tür auf. Übrigens ist die Hand auch echt ganz gut gemacht, muss ich sagen. Ganz gut gemodelt. Normalerweise sieht man immer so bei kleineren Indie-Games, dass Körperteile, die dann in irgendwelche Sachen hineinragen, dann doch eher schlimm aussehen. Lass mal gucken, können wir das hier auch anzünden? Nee, das radioaktive Zeug können wir nicht anzünden. Aber ich nehme an, wir müssen hier wieder drauf. Und da hilft auch nur hier nochmal... Aber wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen mit der Kamera da oben. Na los, nein! Oh. So, das ging gerade nochmal gut. Das ist nämlich gar nicht so einfach, wenn man hier sich mit den WASD-Tasten die kleine Figur... irgendwie bewegt, dann bewegt sich auch die gesamte Kamera und damit ist die Position der Hand wiederum auf dem Screen irgendwie leicht anders. So, runter da! Sehr gut. Haben wir das auch hingekriegt? Nächstes Rätsel. Bis hierhin habe ich gespielt, ab jetzt kenne ich mich nicht mehr aus, was natürlich auch passend ist. Denn ihr wollt mich ja auch failen sehen. Habe ich mal gehört. Habe ich mal gehört, so zwischendrin. Und ich frage mich, was zum Beispiel diese kleine Notizzettel an der Seite 62831, ob das auch irgendwie noch was zu bedeuten hat, ob wir hier auch noch diesen Code irgendwie anwenden müssen. Okay. So, was kann uns jetzt helfen? Dieser Magnet wahrscheinlich. Das ist ein Magnet hier, glaube ich. So ungefähr sieht das tatsächlich aus, wenn man einen Magnet an einen Bildschirm hält. Also lieber nicht machen. Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich... Ah ja. Uah, nicht, dass ich mich selbst hier kaputt mache. Guck mal, das ist eine bequeme Art zu reisen. Magnetschwebebahn nennt man das auch. So, und nun? Muss ich da drüber oder muss ich hier runter? Mal gucken, was hier noch so alles magnetisch ist. Kann ich den dann auch nach oben? Ich kann den tatsächlich auch nach oben befrachten. Guck an. Nicht auf mich drauf fallen lassen, das wäre wahrscheinlich nicht gut. So, jetzt mal gucken, ob ich hiermit dann drüber komme. Jawohl, sehr cool. Also, Magnet, Feuerzeug, Zigarette, Kippe und Batterie haben wir bisher. Mal gucken, was es noch so alles gibt. Das ist natürlich auch ausbaufähig. Ah, ich sehe schon, wir brauchen hier schon wieder den Magneten. Wie sich wohl der Spielcharakter jetzt fühlt. Ich meine, der muss sich doch total wundern, was hier alles passiert. So. Ich schaue mir nochmal den Bildschirm genau an. Eine Kamera. Da wissen wir ja schon, wie es weitergeht. Und jetzt haben wir hier nochmal einen neuen Block. Und die Frage ist, wo kommt der jetzt hin? Muss ich eventuell... Ich muss da nach oben wahrscheinlich. Eventuell kann ich beide Blöcke aufeinander packen, was wahrscheinlich gar nicht so einfach ist. Cool! Vielleicht kriege ich den ja direkt so auch... Oh Gott, da wie komme ich denn jetzt da hoch? Das geht ja gar nicht. Dammit. Mal auf, ich mach das einfach so. Das ist jetzt gar nicht so einfach. So. Jetzt ziehe ich mich selbst mit hoch. Jawoll! Alter Schwede. Das ist mal interaktives Computerspiel. Besser kann man es nicht machen. Interaktiver. So. Oh. Bin ich da nicht zu nah dran? Für eine Explosion? Egal. Jawoll. Mit Wumms geht's weiter ins nächste Level. Wo ist der Speicherpunkt? Ich will einen Speicherpunkt haben.
lieber. Das ist jetzt alles ganz schön kompliziert hier. Aber ihr seht, es ist wirklich so eine gute Mischung aus Action und Puzzlespiel. Irgendwas haben wir doch jetzt hier. Irgendwas haben wir jetzt hier gerade elektrisiert. Da kommen wir nicht hoch. Was ist mit dem Magneten? Ah, hier kommt eine Kiste aus dem Nichts. Das ist ja auch fies. Finde ich aber lustig. Finde ich gut. So, und irgendwelche kleinen Büchsen oder so, die werden immer mitgeliefert. So, was haben wir hier? Haben wir denn hier irgendwas, was nochmal Energie braucht? Aha, diese Tür wahrscheinlich. Jetzt mal gucken. Ja, es ist die Tür. So, und da sind wir auch schon direkt durch. Oh oh. Jetzt hätte ich natürlich mal ganz kurz den Code nochmal gebraucht. Den habe ich mir natürlich nicht mehr merken können. 62823 oder so. Ich gebe mal irgendwas ein. So, 62831. So rum ist es. Okay. 62831. Oh ja. Das scheint zu funktionieren. Ich hoffe, das war es nicht jetzt schon. Ah, das war es tatsächlich schon. Ein kleiner Prototyp. Und hier fängt man wieder von vorne an. Genau, genau diese Eingangssequenz haben wir natürlich schon gehabt. Also ein hervorragendes Ding, leider sehr kurz, muss ich sagen. Und sehr kurzweilig noch dazu, das kommt dazu. Zusammen. Man hat gefühlt 2 Minuten gespielt. Man hätte ruhig noch ein bisschen mehr machen können. Zum Beispiel die Brille oder so hätte ich auch total geil gefunden. Ich kann ja so ein bisschen mal fantasieren, was man noch so hätte machen können. Die Brille, indem man halt sie vor den Bildschirm hält, dann wird irgendwas größer oder kleiner, finde ich, hätte ich sehr cool gefunden. Alkohol, vielleicht die Lampe noch benutzen, ich weiß nicht, aber den Stift, mit dem Stift irgendwas reinzeichnen, hätte man gut machen können. In den Schubladen, man könnte das natürlich noch richtig ausweiten und hier auch noch interaktive Elemente in diesem Realbereich, in Anführungszeichen, reinbringen. Zum Beispiel könnte man hier in den Schubladen noch irgendwelche Sachen verstecken, Büroklammern oder so. Die Uhr, damit man irgendwas schneller oder langsamer ablaufen lassen kann. Kann man eigentlich jeden Magneten nehmen? Nee, nur den hier, der da drauf liegt. Dann vielleicht irgendwas sauber machen oder so, wenn irgendwas dreckig ist. Hätte ich auch sehr lustig gefunden. Schreibt mir doch einfach in die Kommentare. Vielleicht können wir ja noch ein bisschen sammeln und das dann den Entwicklern schicken. Was ihr noch cool gefunden hättet als Interaktion. Mir hat es sehr gut gefallen, das Spiel, trotz der sehr, 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 sehr kurzen Spieldauer. Genau, schreibt mir, was ihr davon haltet und... Wir sehen uns bei einem der nächsten Let's Discover wieder. Bis dahin. Tschüss.